Was haben wir hier? Nur Harz. Was haben wir hier noch? Okay, was haben wir hier noch? Sehr schön. Sehr schön, deswegen sind wir hierher gekommen. Okay, eins passt ja so noch rein. Warte mal. Dann machen wir das so. Trick 17. Machen wir wieder einfach. Aber jetzt sind wir definitiv bis zum Rand vollgestopft. Obwohl, am Kran hätten wir glaube noch. Ja, am Kran haben wir auch noch zwei frei. Zwei Stöpsel. Okay. So, weiß noch jemand, wie es heimgeht? Auf jeden Fall geht der Planet da runter. Da hinten sind diese... Weiß ich nicht, was es ist, am Horizont zu sehen. Das war rechts von uns. Also müssen wir auf jeden Fall in die Richtung, wo der Planet ist. Hier ist das Clipper-Ding. Guck mal. Da sind wir, glaube ich, vorhin auch rumgekommen. Weiß es alles gesagt nicht mehr. Nehmen wir diese Spitzen. Ah, guck mal, da hinten ist das Schiff. Das ist eine abgestürzte. Da. Was im Krater liegt. Hier haben wir rumgebohrt. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ja, wir sind zu Hause. Ja, Gott sei Dank. Ging doch schneller wie erwartet. So. Also am Turm soll es jetzt liegen. Dann können wir hier Batterie bauen. Zwei Stück, oder? Wenn ich es richtig sehe. Wir haben glaube ich zweimal zwei Silizium gefunden. So, dann machen wir da die Batterien rein. Doch, war ich drauf. Erste lädt schon. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Energieproblem weniger. Aber ich weiß noch nicht, was man mit dem Titan machen kann, verdammt. Auf jeden Fall noch ein Solar bauen. Dann mal hier hoch auf den Berg. Nochmal hier drei gleich nebeneinander. Thank you.
Okay, voll. Du musst hier. Könnten wir mal gucken. Der Forschung fehlt hier auch noch irgendwas. Diesen Materialdetektor und so, was war das jetzt? Ach, das haben wir schon. Geländeanalyse, hier ist das genau. Geländeanalysator. Aber das ist eigentlich ein großes Bauteil, ne? Obwohl, der Helmer ist eigentlich auch kein großes Bauteil. Den Hammer machst du ja mit drauf. Okay. Jetzt muss es den ja hier geben. Oh oh. Wieso hat es das weggesprengt? Wir haben Ressourcenknappheit und da schmeißt er hier alles rum. Okay. Ich glaube, das Ding ist hier drauf nicht so sinnvoll. Zumindest auf dem Mond nicht. So. Also, schmeißt das jetzt immer noch rum? Nö. Windturbine, Bohrkopf, eine große Batterie, Habitat, oder? Winde braucht zum Beispiel die Titan. Was macht man mit der Winde? Hm. Dafür jetzt zwei Titane rauszublasen, habe ich alles auch keine Lust. Vielleicht kann man dann ja ein abgestürztes Fahrzeug irgendwo rauszerren. Ich weiß es nicht. Scheiße. Einsitzer? Hm. Wo hat man dieses Geländer an? Ist da hier drin oder was? Tatsache, was braucht das Aluminium? Okay. Die Frage ist, ob mir das jetzt das auch anzeigt, wenn ich im Fahrzeug bin. Aber der Geländeanalysator geht nicht im Fahrzeug. Okay. Obwohl, warte mal. Einsteigen. Nee, der Analysator bleibt aus. Haben wir noch leere Kanister? Hier haben wir ihn.
also passiert uns das schon mal nicht mehr, wenn wir so Löcher graben, unbewusst. Brauchen wir eigentlich noch einen Solar? Nö. Drei reichen nur, wa? Gehen wir nochmal auf Wanderung. Na, vorwärts. So. Jetzt fahren wir mal da lang. Uiuiuiui. Da haben wir wieder so ein. Oh, jawoll. Das ist gleich wieder ein Hauptdrucker hier, Titan oder was? Ja, sieht schon mal danach aus. Nee, das hat ja nichts mehr mit Arbeitsverscheuer zu tun, nur ist das Gelände glätten. Schon viel sicherer aus. Nichts mehr. Nö. Alles ausgeräumt hier. Yeah, aber wir haben es geschafft. Bis hoch. Auto? Alter Schwede, ey. Die Anziehungskraft ist der Wahnsinn hier.
Boah, wie weit die Kiste fliegt. Alter Schwede. So, wir haben mal wieder unseren besonderen Krater. Nee, ich weiß halt nicht, was da unten ist. Und wir haben auch keine Stöpsel, um da runter zu gehen. Wie weit das Ding fliegt, das ist einfach abnormal. Okay. Okay. Aber. Apropos. Wie kommen wir wieder heim? Was hat man davon, wenn man rumspringt? Da ist der blaue Berg. Wie bei den Pfadfindern hier. Ja. Also merke, blauer Berg. Ich glaube, das ist der einzige, den es hier gibt. Ich hoffe es zumindest. Genau, von den blauen Bergen kommen wir. Man sieht diesen Staub immer noch hier. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht, aber man sieht den Staub hier immer noch, wo wir vorhin lang gedonnert sind. Das ist schon der Wahnsinn. So. Das ist echt das Einzige, was jetzt Titan braucht. Die scheiß Winde. Ach komm, wir bauen sie mal. Cool. Okay, wo stöpseln wir die mal hin? Können wir die ran? Oh ja. Oh. Aber machen kann ich damit nichts. Ah, doch. Aha, aha, aha. So, und jetzt? Steu die Winde daran. Oh, die kann man vorne heranbauen. Okay. Warte mal. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Geil. Man kann das Solarmodul vorne heranbauen. Warte mal, dann machen wir jetzt vorne die Winde. Dann haben wir vorne ein bisschen mehr Gewicht. Wo ist denn so ein Lager? Komme ich wieder auf Ideen. Aber man weiß ja nie. Jetzt bauen wir so ein Lager noch hinten dran.
Ich gehe kaputt. So, das Lager können wir benutzen als Willy Bar, ne? Wenn er abhebt vorne. Kennt ihr das? Willy Bar? Eine Willy Bar, genau. Und vorne haben wir Gegengewicht, ne? Wie beim Trecker. So, testen wir das mal. Testfahrt. Okay. Jetzt hat es vorne zu viel Gewicht anscheinend. Aber ja, es lässt sich auf jeden Fall besser fahren jetzt. Besser beschleunigen. Sieht man auch mal was, wenn die Sonne genau hier reinschimmert. Tief das ist. Achso, Ding wollten wir nochmal probieren. Die Winde. Ja, so fährt die wieder rein. Muss ich dazu einsteigen oder was muss ich da machen bei der Wende? Tja, wenn ich das jetzt wüsste. So, Winde ist jetzt dran. Wenn ich jetzt die Taste drücke, fährt es automatisch wieder rein. Also muss ich anscheinend im Fahrzeug sein. Und was muss ich denn drücken? Das ist das Lustige. Ich kann ja auch wegfahren und die Winde fährt einfach weiter raus. So, sie zieht anscheinend ganz leicht. Stehen ja relativ gerade, oder? Aussteigen? Ja, schon. Relativ gerade. Ja, jetzt bewegt sich's. Okay, also die geht automatisch. Ja, die macht auch Widerstand, wenn wir jetzt hier langfahren wollen. Also funktioniert, okay. Die Hand legen, dann fährt sie wieder rein, alles klar. Das geht automatisch, das Ding. Hat es doch gelohnt, die Investition mit der Wende. Vielleicht kann man da auch irgendwas noch abschleppen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt können wir, glaube ich, nicht mehr andocken, ne? Zum Laden und so. Thank you.
weiß nicht, ob wir mal... Wir haben ja jetzt eigentlich soweit... Passt ja die Base. Also man könnte immer hierher Ressourcen holen. Möglichkeiten sind ja jetzt auf jeden Fall da. Die ging auch ziemlich schnell hoch. Also ist ziemlich schnell hochgezogen. Und was wir uns definitiv merken müssen, beim zweiten Mal bauen. Erstes Habitat, das Ding. Und danach quasi die Base und nicht, ja, so wie ich es gemacht habe, wir machen hier mal einen Stöpsel hin und bauen dann hier so die Base lang und zum Schluss setzen wir das Habitat irgendwo hin. Dann kommt nämlich sowas raus. Tja. Schade, man kann es halt nicht mehr abreißen, ne? Das ist halt ein bisschen schade. So. Das könnte man eigentlich noch ein bisschen weiter vorziehen. Die Ressourcen. Batterie vielleicht noch ein Zünder. So. Aber die Ressourcen hier so schön nahe. Ist, was machen wir jetzt noch? Eigentlich nichts mehr weiter, ne? Mondbasis haben wir gepackt. Theoretisch können wir die Ressourcen alle wieder mitnehmen, die wir nicht mehr hier brauchen. Weil zum Überleben reicht die Basis. Nötigste ist auf jeden Fall da. Gemisch können wir da lassen, für die Stäbe dann später. Ja, Lithium. Wahrscheinlich gibt es auf dem Mond jetzt kein Lithium mehr. Oder es ist innen drin, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also findest normalerweise jede Ressource, die man auch so hat, eigentlich auch überirdisch. Alter, wenn sich das hier so dreht, ey, dann kriegst du einen Drehwurm. Der Mond dreht sich einfach übelst schnell. Das Gemisch lassen wir da, das eine können wir auch noch da lassen. Den Rest packen wir alles ein. Die Güteware, die nehmen wir mit. Theoretisch könnten wir auch die Winde mitnehmen. Na, ja, lass mal die hier. Bauen wir sie unten nochmal neu. Wir haben ja noch ein bisschen Titan. Haben wir jetzt eine Stiege voller Titan oder was? Nee. Aber fast. Wir hatten eine Stiege. Zweimal Titan haben wir ja verwendet schon für die Winde. Nur das Kupfer und so, das können wir eigentlich auch alles da lassen. Kriegen eh nicht mehr weg. Außer. Wir machen das so. Ich hätte ja noch einen Rucksack. Ha. Ich hätte ja auch noch einen Rucksack. Dann haben wir hier die Dinger noch. Tun wir hier mit drauf. Zack. Immer schön die leeren Paletten wieder mitnehmen. Ja gut, ist Pfand drauf, ne? Das könnt ihr ja. So. Die eine nochmal auch noch.
immer mit. Ja, ich glaube, hier gibt es auch kein Gemisch oder so, aber dafür gibt es halt andere, schönere Materialien. Zum Farmen, wie wir gesehen haben. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Kupfer und Zeug. Das können wir uns beim nächsten Mal holen. Wir fliegen jetzt erstmal zurück zur Erde. Und gucken wir mal, dass wir noch eine Stiege Treibstoff auf dem Mond kriegen. Dann haben wir da auf jeden Fall so ein kleines Treibstoffdepot. Eine haben wir ja schon drin. Beziehungsweise hier. Ja, und den rüsten wir jetzt einfach wieder mit. Das brauchen wir hier nicht. Schöner Mond. Hallo? Jetzt. Oh, der rote Planet hier. Ist gerade in unserem System drin. Aber ich würde ehrlich gesagt diesen goldenen da mal haben. Also golden schimmert. Was da drauf ist. Hier steht ja wüstenhaft. Der kommt jetzt hier, glaube ich, rein, oder? Der andere? Nee. Der bleibt genau an der Grenze. Tja, und was der andere ganz drin hat, keine Ahnung. Ja, der geht genau in die Grenze hier lang. Wahrscheinlich müssen wir Planeten springen. Wahrscheinlich auf den roten, weil der ein bisschen schneller ist. Und dann quasi gucken, welcher Planet am nächsten ist und dann zu dem springen und dann zu dem springen. Obwohl, jetzt kommt der gelbe rein. Guck mal. Der ist verstrahlt. Der ist verstrahlt. Ja klar, so nah wie er an der Sonne ist. Wir könnten jetzt theoretisch dahin. Ist aber halt verstrahlt. Jetzt kommt der Blaue hier rein. Alter, man muss ganz schön lang im Orbit sein, dass man da die bisschen verfolgen kann. Und der hier hinten, ich glaube, da müssen wir über den roten. Der braucht einfach zu lange. Tundra. Tundra? Ist das nicht auch erdähnlich? Oder was ist Tundra? Was war das? Tundra ist doch auch so erdähnlich, ne? Oder? Ich denke mal, auf dem Verstrahlen wird es dann auch Lithium geben. Auf dem Wüstenplanet. Weiß ich nicht. Und den da hinten, den wir überhaupt nicht erreichen können. Also der kommt irgendwie gar nicht in unsere Reichweite. Da kann man nur über den roten gehen, über den Wüstenplanet. Und weil der ein bisschen schneller um die Erde geht. Alter, wie nah der hier rankommt. Okay, Tundra, Eis, Eisplanet. Also wir haben Eisplanet, wir haben, ja gut, der ist ein Ticken weiter draußen, ja. Da müsste das auch noch sowas wie Gasplanet sein, wa? Da ganz da hinten. Also wir haben einen Verstrahlen, der ist ganz nah an der Sonne dran. Dann kommt der Wüstenplanet. Dann die, der erdähnliche. Dann der wo es ganz kalt ist. Und der da hinten. Der ist wahrscheinlich noch ein Tick weiter weg wie die Tundra. Also denke ich mal sowas wie Gasplanet oder so. Keine Ahnung. Das versuchen wir dann irgendwann mal. Da müssen wir aber über den roten springen und da brauchen wir jede Menge Treibstoff. Um auf Nummer sicher zu gehen. Am besten das ganze Raumschiff voller Treibstoff ballern.
Haben wir jetzt falsch Planet aus? Nee. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt muss man unseren Punkt wiederfinden. Da kommt er auch schon. Übrigens hat die Musik mittlerweile aufgehört. Wir waren zu lange im Weltall unterwegs. So. Here we come. So, das sind wir auch schon wieder. Und es geht wieder los mit dem Strom. Das war ja so klar. Komm wieder zu Hause und es geht gleich wieder vorne los. Ja, dann sage ich schon mal, so wie immer, ne? Danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter. Da gucken wir mal, dass wir das Schiff vorher auch schon vorbereiten. Das werde ich machen. Ich werde es vorbereiten, dass wir dann Planetensprünge machen können und uns die Planeten angucken können. Mal alle. Also das heißt, wir tanken das Schiff einmal komplett voll mit Regalen quasi, alles voller Tank und dann schießen wir mal los, gucken uns alle Planeten an. Bis dahin sage ich ciao ciao, nochmal danke fürs Einschalten. Ciao. Stirbt eh. Dann machen wir jetzt aus.